Was geht ab, meine Ossi-Fighter, Ossi, und willkommen zurück. Ich habe jetzt ein wenig mein Team umgestellt, ein bisschen über die Karten ein wenig schlauer gemacht. Und zum einen ist der richtig geil, weil der kann quasi hier, der hat eine Nebenunterstützung. Er kann quasi, wenn man ihn mit jemandem linkt, dafür sorgen, dass der, der sich mit ihm gelinkt hat, seinen Superangriff aktiviert und seine Sofort. Also es war quasi der Boy am Start. Aber ich habe auch Zubehör hinzugefügt, die ich hatte. Ich hatte nur 4 Stück. Zum einen seht ihr, ich konnte ihn so mit meinem Cooler boosten. Oder ich zeig's mal besser hier so. Zum einen hat er eine Fähigkeit Zeichen zu bekommen, das hat er selbst eigentlich nicht. Und er hat seine Stats geboostet hier, seine Kraft um 6800. Und meinem Boy, also falls ihr euch fragt, wieso habe ich sie nicht so Zubehör-Schwert gegeben, ich zeige euch mal kurz die Zubehör-Teile am besten. So, und zwar, denn diese Schwerter sind super Angriffe, heißt, ihr gebt eure Karte eine andere Ulti, ihr könnt ihnen Fähigkeiten geben mit den Ringen, ihr könnt einen Schlachtruf geben, also beziehungsweise Spezialfähigkeiten, sag ich mal, mit den Ohrringen, Portal-Ohrringen und was ist das, ein Gürtel, sag ich mal, könnt ihr hier quasi Stats erhöhen, mehr oder weniger. Ah, genau, ich hätte zum Beispiel noch einen, mit dem ich die Abwehr von jemandem nehmen könnte, mache ich mal einfach mir am besten von einem anderen Cooler, boom, ja, mehr Fähigkeit, mehr Zubehör habe ich auch nicht, aber warum habe ich ihm nicht die Gelle-Knarre gegeben, beziehungsweise, was ist die gelle Knarre? Das ist quasi so ein Schwert. Das ist eine Ulti. Dann würde sich die Ulti vom Cooler ändern. Und das habe ich quasi meinen eigenen Charakter gegeben. Gelle Knarre, der kann das ruhig haben. Cooler seins ist so oder so richtig gut. Deswegen würde ich sagen, genau, legen wir jetzt einfach mal weiter. Damit wir das auch mal kurz abgedeckt haben. Beziehungsweise damit ihr wisst, was ich jetzt hier geändert habe. Wir gehen mal zu Porunga. Überall ist legit Porunga. Let's go. Ab geht's zu Porunga. Der ist rechts neben uns. Richtig, richtig. Also lass hier mal hin. Genau, lass da einfach mal hin. Und jetzt, guck mal hier. Die Seele eines Prinzen. Genau, hier müssen wir jetzt quasi noch die Ultra-Abschlussbedingungen erfüllen. Gewinne alle Aufladungseinschläge. Uiuiui. Dann dürfen wir nämlich hier runter. Ultra-Abschluss, genau. Wir brauchen den Ultra-Abschluss hier. Alles klar, let's go. Dann versuchen wir das Ganze doch mal. Was, ich muss alle... Was? Legit gerade vorgelesen, aber vergessen, was es war. Alle irgendwas gewinnen. Ja, wir versuchen einfach alle... Dinger zu gewinnen einfach. Gut, so, und jetzt den letzten von ihnen, Vegeta. Ich habe diesen Deppen zu viel zugetraut von jugendlichem Sieg. Jämmerlich. Wir gehen anscheinend immer noch davon auszugehen, dass er das gewinnt. Aber er hat schon ganz schön was eingesteckt. Jetzt nicht nachlassen. Ich glaube, mir vollpfosten wirklich, dass ich... Ist alles, was ich drauf habe, etwa nicht? Ihr Idioten, ich habe mich absichtlich zurückgehalten. Denn ich vertreibe mir nur mit euch die Zeit, bis Karot kommt. Oho, wobei sich der Falken offenbar gar nicht hertraut. Was bedeutet, dass ich euch nicht mehr brauche? Zeit, diesen kleinen Zeitvertreib zu beenden. Nein, haha, so Kinder, Schlafenzeit. Sie sind gleich Gemüse, wenn ich nichts unternehme. Haltet durch, Itza, ich komme keinen Schritt weiter. Was geht jetzt? Diese Stimme, das muss... Kakarotto! Habe ich viel verpasst? Was geht ab? Ich sag's nicht, Kakarot. Alles klar, so Rukus da. Und er hat die Kavallerie mitgebracht. Das ist allerdings eine unvorhergesehene Wendung. Das muss ein Effekt der Anomalie sein. Na, immerhin ist das diesmal zu unserem Vorteil, richtig. Wow, der echte Son Goku und dann auch noch die Siegkrieger. Hahaha. Ha, ha. Wahnsinn, ich kann es kaum glauben. Ihr seid die beiden, die hier für uns die Stellung gehalten haben. Ja, ich bin ein Fanboy. Und ihr scheint auch noch den Schurken, den wir entkommen lassen haben, ordentlich in den Hintern getreten zu haben. Richtig, das war bestimmt nicht einfach. Wir schulden euch was. Oh ja, ein paar Kinder waren das nicht schlecht. Ja, Piccolo, komm, komm. Müsst ihr gar nicht lesen, was der sagt. Ich so. Ah, da steht jetzt so zusammengewürfelter Haufen jetzt endlich. Ihr werdet es bereuen, gegen einen 10-Krieger keine ganze Armee mitgebracht zu haben. Da wollen wir doch mal sehen. Wir haben dafür trainiert, deine erste Fresse um zu dekorieren. Alter, Krillin ist aggressiv. Oh, wird er jetzt zum Riesenaffen? Ja, oh Mann, genau, das Viech will ich echt nicht bekämpfen. Ja, ihr Glückspilze. Ihr dürft die Waage eines 10-Prinzen erblicken. Ja! Einfach Super Saiyan 3, Vegeta. Gibt's auch nur in Dragon Ball Heroes. Natürlich nicht nur, aber in Raging Blast und so gab's den auch. Aber das ist eben das. Der geht einfach zu Super Saiyan 3. Das ergibt doch keinen Sinn. Er dürfte eigentlich nicht mal zu Super Saiyan 1 in der Lage sein, aktuell, wo wir sind. Dieser Vegeta sieht wesentlich stärker aus. Er ist stark, richtig stark. Haha, überrascht. Das solltet ihr auch sein, denn ich bin über den Saiyajin hinausgewachsen. Ich bin ein Super Saiyajin. Super Saiyajin? Eigentlich bin ich sogar auch darüber herausgewachsen, aber Toten können die genauen Details egal sein. Aggressiv. Alright. Wir gehen da überall Besitzer der Super Saiyan-Stärke. Komm ran. Und jetzt, Kakaroto, stirbst du. Der ist wie entfesselt. Den habt ihr, da habt ihr irgendwie getan. Tut mir leid, Team. Ich brauche noch etwas, bis ich bei euch bin. Aber zum Glück habt ihr ja, euch. Arbeitet zusammen, dann gewinnt ihr bestimmt. Nein, Sieger, du bist jetzt nicht Ohr. Ohne Not, ich zähle auf euch. Ich so. Alright, die zwei Cooler sind so cool, dass ihr gezogen habt. Ohne Spaß. Hoffentlich können wir noch...
demnächst wieder pullen, ey. Ihr merkt schon, na, da zittern die Hände. Da kurz auch der Gadget-Tickets. Jetzt kann ich auch noch hier sammeln. Genau das. Es hat hier, so wie ich es gesehen habe, bei dem Deckerstellung 1161 Karten. Das ist geil. Das ist auf jeden Fall geil. Okay. Gewinne alle Aufladungseinschläge. Ah, das war's, okay. Aber guck mal, Dragonball oben. Er hatte bei I7 mehr Purunga Super Dragonballs pro Angreifer. Hm? Sammle 7 und den Purunga Superkampfplatz zu aktivieren. Erhalte mit dem Platz verschiedene Effekte im Kampf. Alles klar. Betäuben nicht möglich. Team-Tipp erhöht. Okay, nice. Round 1. Kampfmodus-Chance. Ah, genau. Jetzt hier Dead Machine. Brrr. Miau. The Dead Machine erhöht unsere Kraft. Sehr schön. Oder beziehungsweise, ja. Wäre cool, wenn die zeigen würden, von wem das genau wäre, die Fähigkeit noch. Weißt du, was ich meine? Das sind Logo von meinen Charakteren, aber von wem genau. So, jetzt schiebe ich erstmal, außer und brauche ich nicht, aber ich will Cooler nach vorne schieben, Metal Cooler und Vegeta. Das sind alles Elite-Kämpfer. Keine Betäubung, okay, dann genau, machen wir das Ganze mal so. Boah, ich habe alle Charaktere jetzt hochgeschickt. Wie viel hat Vegeta? Genau, hast du noch erhöht jetzt? Die Dead Machine, Alter, was geht ab? Ich glaube, wir haben sogar, wie viele Helden haben wir? 4. Ja, aber guck mal, Cooler und ich haben unser Super Deck. Sehr schön. Ich greife einfach mit jedem an, ne? Ja. Ach so, Leute, ich habe den nicht in die Reserve gesetzt. Ich wollte eigentlich nur mit den Eliten du einen. Oh nein! Verloren. Das hätten wir gewinnen müssen. Ah, jeden hätten wir gewinnen müssen. Oh Mann! Ey, das muss echt noch üben mit dem Ding, ne? Unglaublich. Mann, ich depp. Jetzt muss hier quasi wieder rein. Oh. Super Angriff bereit. Ich glaube, Ultra-Abschluss kriegen wir nicht hin. Das sollte damit gemeint gewesen sein. Komm, das können wir mal skippen. Genau. Gelle-Knarre hat er bekommen. Ja, tatsächlich. Aber könnte nicht so viel schaden. Ne? Bam. Ah, der ist betäubt. Sehr schön. Ah, okay, achso, es wird angezeigt. Okay, von. Ah, hier wird es angezeigt, aber am Anfang war, ich wusste es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Es wird schon angezeigt, von wem das ist. So, guck mal, die zwei sind in Gefahr. Die tun mal, die gehen eine Pause. Der ist auch in Gefahr. Oh, Jemine. Aber guck mal, jetzt, genau das. Einfach. Ey, geh mal zur Seite. Jetzt nehmen wir einfach Cooler Superangriff und der regelt das. Vertrau mir. OP, cooles OP. Ja, Alter, wie krank Cooler ist. Junge, komm du mal ran. Droh! Oh mein Gott, der bekommt so auf die Schnuppe jetzt. Oh mein Gott. Ikuso. Cooler. Oh, beide sehen nicht gut aus mit der Ausdauer. Oh, sie haben jetzt die 7 Dragon Balls. Hungerkampfplatz wird in der nächsten Runde aktiviert, aber ich glaube aber, wir haben ihn jetzt. Shit, das sehen wir jetzt nicht. Ich glaube, der macht, ja, Cooler wird den umhauen. Ah, die Superdeck sieht geil aus. Cooler sollte ihn umhauen. Ah, doch, nicht was? Krass, okay. Oder ist absichtlich wegen den Dragonballs? Ja, der betäubt mein Boy. Größte Liebe des Weltraums. Ja, okay, jetzt zeigt's an. Okay, Cooler, das war von Cooler. Cooler ist geil, ey. Ohne Spaß, hat übel Luck. Übel Luck hatte ich. Purunga Superkampfplatz, das geht jetzt ab. Purunga, erscheine! Oh mein Gott, Purunga hat es von Dokkan auf Dragon Ball Heroes geschafft. Ah! Zum Anhalten drücken. Brr! Ja! Big Bonus. Ikuso. Junge, da sind die Fingerfertigkeiten am Start. Es sei denn, das war jetzt absichtlich so vom Spiel heraus. Oh mein Gott. Kriegen fette Debuffs. Oh, Purunga escaliert ja komplett. Oh, die sind weg. Hey, guck mal. Hey, dieser Cooler, der kann kämpfen bis zum geht nicht mehr. Alle anderen sind down. Jetzt greife ich nur mit Elite-Kämpfern an. Richtig, jetzt bekommen wir noch eine Combo, ja. Oh, was? Oh, Transformierlich Vegeta! Ich war so sauer, dass wir gerade einen Super Saiyan zu verwandeln. Weil mein Controller wird das nicht lange mitmachen mit dem Spiel.
Mein Controller wird das nicht lange mitmachen. Ich muss einen Pro-Controller holen. Oh mein Gott, wie geht der Blue einfach? Krass. Es war so krank, als es, glaube ich, kurz geleckt hat. Ich wollte gerade sagen, ich war kurz ruhig, weil mir hat es angezeigt, als die Codierung überlastet war. Ich war kurz, ich wollte gerade sagen, man könnte aber schon ein bisschen die Grafik von dem Game hochschrauben, ey. Oder liegt das an der Switch? könnte durchaus sein. Oh! Bam, let's go. Guck mal, ich habe volle Heldenenergie. Der wird so schlucken, der wird so... Oh mein Gott, Sturmmodus. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Nice. Aber die Kämpfe gehen schon ein bisschen lang, bin ich ehrlich. Animation kann man, glaube ich, nicht erhöhen. Ich habe eine Optional geguckt, da kann man mehr oder weniger nur Sound ändern. Kann mich auch täuschen. Am Anfang habe ich das gemacht, aber ja. Ich schau mal wieder. Oh mein Gott, wie geil. Ich habe geile Karten gezogen, mein Zahn. Oh, wie schade. Ah, jetzt guck mal, schade. Jetzt habe ich... Wir haben, glaube ich, den Ultra-Abschluss nicht geschafft, weil ich den am Anfang verkackt habe. Wenn es das war. Boss, bist du abgeschossen? Es sei denn, ich glaube schon. Guck mal, wir sind jetzt gleich. Oh mein Gott, und gewonnen. Nice. Team Dragon Ball hat gewonnen. Hol deinen Purunga Superbonus. Oh, wir bekommen sehr viele Punkte. Teambonus. Okay. Ja, die Punkte sind jetzt nicht, ne? Schaut euch das? Wenn ja, dann kann ich mich gerne verschieben das nächste Mal. Bei der Punktzahl. Ah, ich glaube, den Ultra-Abschluss haben wir nicht. Wenn nicht, dann bereite ich das für den nächsten Part vor. Jackpot! Was ist hier los? Er hatte den Bonus an der Position des Wassers. Jetzt mache ich auch noch aus. Maschine hier anhalten, um gespeicherte Erfahrung zu haben. Es ist nicht nur. Oh mein Gott. Es ist nicht nur ein Gadget-Game. Es gilt das auch hier mit Glücksspiel oder was? Big Bonus. Brrr, nein! Oh, ich wusste nämlich nicht, ob das genau anhält. Ich habe es zum ersten Mal gemacht. Egal, Kameradschaft erhöht. Ey, was machen? Die machen einfach ein Casino-Game draus. Ey, diese Dragon Ball. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir können, glaube ich, wieder Sam demnächst, ne? Oh, L3-Bindung, Kampfmodul erhalten. Was ist das? Extraktion. Der Gegner beim Angriff 1000 Schaden und 14% Ausdauerschaden zufügen. Sehr schön, sehr schön. Geil. Neu, Purunga Jack und Bonus. 1,2 Kameradschaft. Ah, nicht schlecht. Okay. Ah, okay, das steigt auch so mit dir. Okay, sehr schön. Ja, die kann man, auf die habe ich keine Zeit. Kokongoan. Für die habe ich keine Zeit. Unglaublich, dass jemand wie ich dazu gezwungen wurde, sich zurückzuziehen. Wir haben es geschafft, wir haben wieder geschlagen. Super Teamwork, Leute. Genau dies, ihr setzt da nur halbe Portion, aber dafür haben wir stark. Danke. BD. Aber wenn ihr mich nicht als halbe Portion bezeichnen würdet, wäre ich wirklich dankbar. Dankeschön. Ah, ja, wir haben, glaube ich, den Ultra... Nee, wir haben es nicht geschafft. Ja, siehst du? Ja, ich hätte jedes gewinnen müssen. Ich gewinne alle Aufladungseinschläge. Wisst ihr was? Ich mache jetzt den Kampf nicht, weil der ging schon ein bisschen lange. Aber ich bereite es für den nächsten Part vor und dann machen wir das auf jeden Fall, weil dann können wir hier runter. Was jetzt nochmal... Was ist da links? Kann man hier mal nachdenken. Was ist das? Oh, die Hände zittern. Oh, die Hände zittern, das sage ich dir. Oh mein Gott, Summon. Ey, nur her damit mit den Summon. Guck mal, da ist ein U und ein S. Das heißt, was ist hier? Hier ist so ein S. Das ist eine Bewertung und U heißt, dass ich dann alle Missionen wahrscheinlich geschafft habe. Genau. Wie gesagt, das machen wir dann aber noch. Also ich mache das offscreen, weil sonst dauert das zu lang. Kann ich hier hoch? Ultra-Abschluss, nein. Okay, ich brauche für beide diesen Ultra-Abschluss. Das machen wir dann im nächsten Part, Freunde. Weil ich mache das dann offscreen quasi. Den machen wir hier kurz weiter. Und dann kommen wir auf jeden Fall im nächsten Part hier zurück und gucken uns das an. Weil die Kämpfe gingen schon lang. Genau. Danke für die Hilfe, dank euch haben wir gewonnen. Das Vergnügen war ganz auf unserer Seite. Schön, dass wir zusammen kämpfen konnten. Das war eine echte Ehre. Das war ein echt krasser Angriff für Kleiner. Wie wär's irgendwann mal mit einem kleinen... Was? Sparring? Ja, aber gerne doch. Guter Kampfteam, die Anomalie wurde behoben. Ich trenne euch ja wirklich ungern von euren Idolen, aber ich brauche euch wieder oben. Let's go, komm, let's go. Tut uns leid, wir müssen gehen. Ey, so geil. Wisst ihr, was die Sache ist?
In Japan ist ja ein Spielautomaten-Spiel. Ihr habt da quasi eine Karte, das ist dann eure Hero-Lizenz. Und in diese Hero-Lizenz ist quasi eure Speicherkarte, eure Memory-Card. Die tut in das Spielautomat rein und dann spielt ihr dort in den Spielhallen. Das ist übel krank gemacht, ey. Und da gibt es die Karten halt physisch. Die kommen aus der Maschine. Das ist krank. Ihr könnt halt richtige Karten ziehen. Ihr habt sogar nochmal vorbei. Ihr habt ein paar schwierige Änderungen gemeistert und seid dadurch noch besser geworden. Ich wusste doch, dass ihr Zeitpotenzial habt. Sehr schön. Wirklich zu freundlich, Meister. Aber Sengoku und seine Freunde haben die ganze Arbeit gemacht. Hey. Wie dem auch sei, ein Sieg ist immer noch ein Sieg, richtig. Wir werden die Bedrohung bald besiegt haben. Das muss, by the way, Trunks sein, auf jeden Fall. Wegen dem Schwert und wegen dem Move am Anfang. Okay, okay, das haben wir jetzt geschafft. Richtig, jetzt geht's weiter. Teil 2. Hellenstadt in Gefahr freigeschaltet. Wer ist das? Oh je, ein New Challenger. Genau. Wie gesagt, da kommen wir noch gleich zu. Da komme ich noch zurück. Das mache ich dann ausstream quasi. Oh nein, jetzt bin ich ja wieder rein aus Versehen. Oh mein Gott. Hey Meister, eine Frage. Ja? Es ist zwar toll, dass die Anomalie jetzt beseitigt ist, aber hat unser letzter Kampf nicht trotzdem die Geschichte verändert? Guter Punkt. Kann man nie wissen. Man kann nie wissen, was alles Auswirkungen auf die Spielwelt hat. Oh nein, keine Sorge. Oh, weißt du. Ich dachte, 22. Wurde eine Anomalie erst einmal neutralisiert, kehrt die Spielwelt wieder in den Normalzustand zurück. Alles klar. Und du bist? Ach, habe ich euch gar nicht vorgestellt. Wie vergesse ich doch bin. Das ist meine Schwester. Spaß. Team, das ist Leggings. Was? Leggings? Warum? Die arbeitet bei der Capsule Corporation. Sie hat unsere Technikerin. Sie hat uns geholfen, den Heldenwechsel zu bauen. Schön, dich dabei zu haben, Mose. Ich habe schon viel von dir gehört. Wo gerade alle da sind, eine Vorstellung fehlt noch. Was, Anne? Hast du kurz Zeit? Anne-Marie, komm rüber jetzt. Hä? Das ist aus dem Mai. Komm schon, Anne-Marie. Ach, was ist denn jetzt wieder los? Ich kann nicht alles auf einmal, weißt du? Hey, das ist Anne-Marie, meine treue Assistentin. Sie jammert zwar gerne, aber dafür ist sie schlau wie ein Fuchs. Okay, fragt sie, wenn ihr einmal nicht weiter wisst. Ich weiß zwar weder, wer ihr seid, noch was hier los ist, aber schön, euch kennenzulernen. Sehr schön, ich frage mal ein paar Sachen aus. Leggings und Anne-Marie, verstanden, keiner weiß. Leggings sind ziemlich jung, sie müsste in meinem Alter sein. Ich gebe es auch, wenn es keine leichte Aufgabe, sie muss echt schlau sein. Okay. Ja, ich frage sie mal später ein paar Sachen aus. Ich denke nämlich, also ich habe nämlich mal geguckt, ob es in dem Spiel bereits so eine Menü gibt, wo ich einfach etwas nachlesen kann, welche Raritäten es so gibt. Wenn ihr sie korrigiert, kehrt in das Spielwelt wieder nochmal die ganze Zeit. Okay, puh, da bin ich aber ehrlich, das wäre alles sinnlos, wenn wir dabei nur das Spiel durcheinander bringen würden. Alles klar, gut. Ich bin auch froh darüber, anscheinend sind die Helden länger gebucht. Ja, und da fällt mir ein, es ist Zeit für eine Entschuldigung meinerseits. Warum? Ich habe euch in eine Situation gebracht, die wesentlich gefährlicher war als erwartet. Verzeiht mir, kein Ding, alles gut. Ist einfach so, aus dem Himmel eine Anomalie auftauchen würde. Nein, nein, diese Möglichkeit hätte ich nie in Betracht ziehen müssen. Okay, ja. Oh Meister, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Note hat recht, das Satz war ganz schön knapp, aber dafür kommen wir an so gut Seite kämpfen. Konnten wir, ja. Damit hat sich echt ein Traum erfüllt. Oh mein Gott, ja. Vielen Dank, Udro und Note, das ist sehr beruhigend. Können wir weitermachen, bitte? Oh mein Gott, die reden schon viele, ja. Und Spaß. Oh, was durchschnaufen? Weitermachen! Oh, hier draußen gibt es einen Aufruhr. Oh mein Gardinis. Da war die schon draußen los. Das will ich wissen. Oh, Hellenstadt in Gefahr. Jetzt sind wir oben. Und oben eskaliert es jetzt. Jetzt sind wir Duellanten oder was? Zeit für ein. Okay, diesmal gewinne ich das. Genau dies. Okay, Gegenstand erhalten. 2 Energie, sehr schön. Plus 2 Energie. Easy. Okay. So. Oh. Gewinne alle Aufladungseinschläge. AE, by the way, Aufladung. Oh, ich muss ja auch alle gewinnen. Okay. Zeigen wir eigentlich an, was ich davon kriege dann? Ich glaube nicht, ne? Nee. Alright, let's go. Genau, nächstes Part, bis wir ausgehen, versuche ich das dann quasi im Kapitel zuvor oder auf der Map zuvor. Und das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Was geht jetzt hier ab? Dabra. Hilfe, Hilfe, was sind das für Viecher? Läuft um euer Leben. Lol. Dabra ist hier, was für ein Wahnsinn. Wie ist er aus der Spielwelt entkommen? Gute Frage, Schluss jetzt. Wie bitte? Das sind sie, mein Herr. Sie haben dieselbe Energiesignatur. Ah, wie nett von ihnen vorbeizuschauen. Ihre Energie gehört so gut wie uns. Energie, was habt ihr vor? Wir wollen natürlich Majin wiederbeleben.
Da hast du brauchen Energie, und zwar eine ganze Energie. Wir haben hier einen Augenblick lang große Kraft ausgemacht und wir sind hier, um sie uns zu holen. Große Kraft, aber ich habe mein Ki doch unterdrückt. Es sei denn, seit sie in der Spiel sind, ist die Kraft von unserer Not durch die Decke geschossen. Ja, 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 übertreib. Zeit für ein... Ja, und Spaß, ja, das stimmt. So toll sind sie nicht, die haben gegen mich doch keine Chance. Oh, mein Ruf ist hier, ist mir hier offenbar nicht vorausgeeilt. Ihr werdet noch wünschen, er wäre das. Oh, jetzt halt mal kurz Prozess aus dir. Nicht in der realen Welt kämpfen, ja, nicht bummeln. Hier sind auch echte Menschen, ja, echte Personen, die ein normales Leben führen. Also die musst du auch respektieren, auf jeden Fall. Aber gut. Oh. Ach so. Achso, ich kann mein Deck gar nicht wählen. Okay, okay. Ich hab meine Charaktere, die ich halt hab. Alles klar. Verjüngen. Alright, dann bomben wir erstmal alle Hero-Charaktere vor. Soll ich das? Ausdauer sichern. Ja, ich mach's mal so ein bisschen. Sehr schön. Sehr gut. Bam! Nein! Immer fälle ich den ersten. Immer krass, das kannst du nicht sein. Schade. Oh, was? Ey, ich muss das echt üben. Sag mal, das gibt's doch nicht. Ah, ich bin so schlecht darin. Warum, aber warum? Ah, ich hab zu viel gezockt oder was? Wir haben alles verloren. Unglaublich. Komplette Außererholung hatten die. Was? Nein, ich wollte das eigentlich nicht. Ah, ich depp. Ich wollte eigentlich tauschen. Ah, nicht gut von mir. Können die mich betäuben. Wie ich mich konzentrieren musste gerade, keiner weiß. Ich kann am besten einfach abwarten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, aber eigentlich wollte ich jetzt ausswitchen, ne? Weil die haben keine Ausdauer mehr, glaube ich. Komplette Ausdauererholung, das gibt's doch nicht. Genau. So. Let's go, wir gehen aber laut. Ohne Wenn und Aber. Auf geht's zum Gohan. Son Gohan! Son Gohan! Bam, was ist los? Super angriffbereit. Oh, Sturmmodus. Au, miau! Mach doch! Keiner weiß, wie lange es gedauert hat. Oh. Dreifach Schaden minus, okay. Pause auf die Kraft. Batz. Oh mein Gott. Spannungsbereit. Bam. Raus mit euch, komm. Höllenspirale. Zack. Urknallattacke, Overkill. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, dann hätten wir es auch geschafft hier an der Stelle. Alright, sehr gut. Okay. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz, was sie danach abgeht. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier für diesen Part mal Schluss. Ich kümmere mich, wie gesagt, darum, dass ich da quasi die Ultra-Abschluss schlaffe von der letzten Map. Und dann sehen wir uns im nächsten Part von dort aus wieder. Ich hoffe, das Ganze hat euch im Endeffekt gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Das kurz die Szene ansehen.
falls eine kommt. Und dann machen wir gleich weiter. Was haben wir da bekommen? Mega Metal Cooler Kern. Ah, das ist. Ah, okay, das ist für die Karten sicherlich. Gehe ich mal stark von aus. Oder? Na, schauen wir mal. Was ist das? Kamera. Chance, ein Gegner zu fangen. Vier Ringe, lol, okay. Hä? Keine Ahnung. Okay. Ah, die ist auf 5 gestiegen und wir haben was bekommen. Genau. Mit Gegenständen erhalten. Alles klar. Dann machen. Ja, ich warte. Bestimmt kommt da noch eine Szene. Ja, richtig, genau. Ne, scheiße, ich bin das Monster. Lucky, in Angriff zu können. Das ist Rosehip. Und jetzt machen wir den ganzen ein Ende. Machen wir das? Jetzt oder im nächsten Part? Das ist halt die Frage, Dabura. Oder Trunks. Im nächsten Part, Freunde. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.